Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, in dem ich euch das Modell der Fähre Dronning Margarete II vorstelle. Hier haben wir zuerst die ausführliche Bauanleitung und der eigentliche Bausatz besteht aus 14 Bogen DIN A4. Während ihr beim Bau zuschaut, will ich euch etwas über die Eisenbahnfähre erzählen. Sie wurde 1973 von der dänischen Staatsbahn beschafft. Sie kam zuerst auf der Linie Nyborg nach Korsør zum Einsatz. Nachdem hier neue, größere Fähren beschafft wurden, konnte sie 1981 für den Einsatz auf der Vogelfluglinie Puttgarden nach Rødbyhavn umgebaut werden. Sie wurde um etwa 12 Meter verlängert und bekam ein extra PKW-Deck. So kam sie ab 1982 bis 1997 zwischen Puttgarden und Rødbyhavn zum Einsatz. Nachdem sie 1998 von Scandlines übernommen und nochmals umgebaut wurde, kam sie ab 1999 auf der Linie Rostock-Geza zum Einsatz. Im Jahr 2005 endete ihr Einsatz auf dieser Linie und sie wurde verkauft und in Indien verschrottet. Das Modell stellt den Zustand während des Einsatzes auf der Vogelfluglinie dar. Das Modell hat einen Maßstab von 1 zu 250 und ist 58 cm lang. Das Original entsprechend dann 144 Meter lang. Es ist ein sehr guter Bausatz und die Anleitung ist vorbildlich. Der Bau hat mir große Freude bereitet. Ich komme damit zum Ende und bedanke mich für euer Interesse. Ich sage Tschüss und vielleicht sehen wir uns einmal wieder.